Freunde, heute ist ein großer Augenblick für unsere Partei, die deutsche für Deutschland, denn zum zweiten Mal in unserer ja noch sehr jungen Parteigeschichte rüsten wir uns für eine große bundesweite Wahl. Zum zweiten Mal werden wir Kandidaten nominieren, die die legitimen Interessen der Bürger in einem Parlament vertreten sollen. Zum zweiten Mal werden wir der Öffentlichkeit zeigen, dass es Alternativen gibt zur Schmalspurpolitik der Parteien. Zur Schmalspurpolitik der Altparteien, die blind geworden sind für die Anliegen der Bürger und für das Geschehen in Deutschland und der Welt, die sich stumm in der Ratlosigkeit befinden, die sich erleben. Meine Damen und Herren, wir wollen den Wählern zeigen und wir werden den Wählern zeigen, dass es diese Alternativen zur Politik der Altparteien gibt. Alternativen für Deutschland und Alternativen für Europa. Nicht den Katastrophenhüter.
geht, das ist die Partei, die nach einem längeren Prozess angestrengten Nachdenkens, sie haben für das Nachdenken ungefähr ein Vierteljahrhundert gebraucht, festgestellt, dass Rot und Rot eigentlich auch ganz gut zusammenpassen. Und um das Ganze ja feststellen zu können, haben sie einen Parteitag einberufen und das haben sie da beschlossen. Denn sie fanden, dass man mit dieser Ausschließeritis endlich mal ein Ende machen müsse. Das ist ja mein Standpunkt. Und Standpunkte machen glaubwürdig, wenn man diese Standpunkte erhält. Nachdem aber die SPD beschlossen hatte, dass es mit der Ausschließeritis endlich ein Ende haben müsse, hat sie dann flugs beschlossen, dass sie eine Koalition mit rechtspopulistischen Parteien ausschließt. Sie hat also sozusagen die Ausschließeritis ausgeschlossen, außer in den Fällen, in denen sie die Ausschließeritis nicht ausschließt. Also, wenn eine Partei die eigene Glaubwürdigkeit beschädigen möchte, dann war das schon mal ein Gedanke. Nur als ich das mit dem Rechtspopulismus gehört habe, da habe ich gedacht, das halten die ja nie und nimmer durch. Da macht die SPD mit dem Glaubwürdigkeitsverlust ja gleich weiter. Denn da lieberten ja doch schon etliche SPD-Granden nach den Ministersesseln in Berlin. Und das einzige kleine Hindernis zur Ministerapanage war, dass man dafür mit einer Partei koalieren musste, die in Sachen PKW-Maut offen der Diskriminierung von Ausländern das Wort hätte. Wahrscheinlich findet die SPD das nicht. Wahrscheinlich findet die SPD, dass das völlig in Ordnung ist, wenn man den Ausländern eben ein bisschen mehr Geld abnimmt als den Inländern. Der wahre Rechtspopulismus, den die SPD dort zu sehen wähnt, den glaubt sie wahrscheinlich bei der AfD zu finden. Denn wir haben zugestandenermaßen nur ein bisschen nebenbei im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, ja vor einer unkontrollierten Zuwanderung in unser Sozialsystem. Das haben uns die Altparteien, die Medien dann nach der Bundestagswahl in die Ohren gehauen. Denn wenn sie das vor der Bundestagswahl getan hätten, dann hätte ja wohl die Gefahr bestanden, dass wir dadurch in den Bundestag gekommen wären. Aber was, liebe Freunde von der SPD, was nun? Jetzt übernehmen plötzlich Politiker der Union, insbesondere der CSU, unsere Warnung vor der Zuwanderung in die Sozialsysteme. Jetzt, nach der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänien und Bulgarien, wird unsere Position plötzlich salonfähig. Plötzlich kommt die ungemein argumentative CSU daher mit anspruchsvollen Drei-Wort-Syllogismen. Wer betrügt, fliegt. Liebe Genossen Sozialdemokraten, wenn Sie die Position der AfD für rechtspopulistisch hielten, dann müssen Sie jetzt statt Rede die Koalition mit der CSU beenden. Thank you.
Kuh am Gängelband. Und außerdem stellt sie den Außenminister und den Justizminister und den Wirtschaftsminister und die Umweltministerin und die Familienministerin und die Bundeskanzlerin und die Kandidaten der anderen Partei, die meisten Bürger für mich unbekannt sind.
Täuscht es meinen Eindruck, dass als deutsche Führungskräfte in Brüssel vor allem aus dem Amt gejagte Ministerpräsidenten wie Oettinger
dann tun wir dies, weil wir die europäische Einigung aus vollem Herzen bejahen. Dann tun wir das, weil wir das Werk, das Adenauer und de Gaulle mit nur 6 Ländern begannen, in einer jetzt viel größer und heterogener gewordenen Europäischen Union fortsetzen und erfolgreich gestalten wollen. Dann tun wir das, weil es europäische Errungenschaften gibt, auf die wir stolz sind, die wir bewahren wollen oder unsere Kinder weiterbringen wollen. Zu diesen Errungenschaften zählt die weitgehende Aufhebung der Grenzkontrollen in Europa, der große europäische Binnenmarkt, der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen, von Kapital und Personen. Zu den großen Errungenschaften gehört der unbezweifelbare Wille aller EU-Staaten in guter Nachbarschaft friedlich und vertrauensvoll zusammenzuführen. Zu den Errungenschaften zählt insbesondere und zuvorderst der Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, die in den Bürgern anderer Staaten nicht mehr den potenziellen Feind und Gegner sieht, sondern den Mitbürger, den man mit Achtung vor seinem kulturellen Hintergrund, mit Verständnis für seine legitimen Interessen und mit der ausgestreckten Hand der Freundschaft gegenübertreten sollte. Meine Damen und Herren, ich möchte diese Errungenschaften einmal die europäischen Inspirationen nennen. Es ist der europäische Geist. Diese Inspirationen sind der europäische Gedanke. In der EU aber werden, und deshalb ist die EU in einer Krise, Inspirationen mit Institutionen verwechselt. Das aber ist fatal, denn wenn wir die europäischen Inspirationen, die Errungenschaften der letzten 60 Jahre erhalten wollen, dann müssen wir die europäischen Institutionen ändern. Zu den zentralen Werten der Europäischen Union zählen Demokratie, Subsidiarität und Solidarität. Von diesen Werten entfernen sich die Institutionen der EU, mal in Trippelschritten und mal in 7-Meilen-Stiefeln. Und das Beängstigende ist, dass neue Institutionen wie der ESM oder die Bankenunion geschaffen werden, die nicht einen Hauch von Demokratie, Subsidiarität und Solidarität haben. Solidarität, deren Name so oft missbraucht wird, um die